After a trial that lasted more than 3 months, a jury convicted 6 men for the murder of rapper FBG Duck. I just want to thank the United States government for doing a very good job on making sure that these guys would never hurt another mom or another child again. Der Rapper FBG Duck wurde am 4. August 2020 mitten auf einer belebten Einkaufsstraße von Chicago brutal ermordet. Sein Ziel war ein Dolce & Gabbana Laden, in welchem er ein Geschenk für seinen Sohn kaufen wollte, welcher an diesem Tag Geburtstag hatte. In diesen Laden hat Duck es aber nie geschafft, denn 6 maskierte Männer kamen mit 2 Autos und erschossen Duck. Die Täter wurden nur wenig später identifiziert. Das waren alles Mitglieder oder zumindest Leute aus dem Umfeld von einer verfeindeten Nachbarschaft, dem O-Block. Einer von den Tätern ist sogar ein bekannter Rapper namens Moowop, welcher im Umkreis von Lil Durk unterwegs war. Moowop ging sogar so weit, dass er Duck in seinen Texten und auf Instagram-Fotos disste. Der Fall ist inzwischen geklärt und der Gerichtsprozess vorbei. In der Vergangenheit habe ich bereits 2 Videos gemacht, in welchen ich dieses Thema thematisiere. Vor Gericht sind aber einige Sachen rausgekommen, die den Tathergang nochmal erklären und auch erklären, wieso Duck sterben musste. Ich fasse euch mal ganz schnell zusammen, wer FBG Duck und seine Feinde überhaupt waren. FBG Duck war einer der erfolgreichsten Rapper von den Gangster Disciples aus Chicago. Er repräsentierte Tuckerville, das ist eine Nachbarschaft, welche diesen Namen in Ehren von einem 15-jährigen Jungen trägt, welcher den Namen Tuka hatte. Tuka wurde im Jahr 2011 bei einem Drive-By-Shooting an einer Bushaltestelle erschossen. FBG Duck und seine Leute sind alles größtenteils Gangster Disciples. Und gebieft haben die sich mit Black Disciples, genauer gesagt mit einigen Nachbarschaften. Unter anderem mit 600 und dem O-Block. Diese Nachbarschaften dissten sich andauernd in deren Musik. Sie gingen sogar so weit, dass tote Leute gedisst wurden. Unter anderem wurde der bereits verstorbene Bruder von Duck namens Brick sehr oft in Texten gedisst. Genauso wie der 15-jährige Tuka, der bereits im Jahr 2011 gestorben ist. Duck war aber in der meisten Zeit seiner Karriere auch nicht wirklich besser. Er hat unzählige verstorbene Leute gedisst. Die Hauptakteure von der anderen Seite, also von den Black Disciples, waren King Von, welcher aus dem O-Block kam, und Lil Durk, welcher aus Lamron kommt, das ist auch eine Black Disciple Nachbarschaft, und Lil Durk hegt enge Verbindungen zum O-Block. Auch zu erwähnen ist, dass der Beef zwischen diesen beiden Seiten in den Jahren sehr viele Todesopfer gefordert hat. Das Ganze geht schon lange über die Rap-Musik hinaus. Duck hat kurz vor seinem Tod probiert, die ganze Negativität beiseite zu lassen und mehr Positives in der Welt zu verbreiten. So hat er zum Beispiel den Song Chicago Legends veröffentlicht, in welchem er auch Respekt an verfeindete Gangmember gezollt hat, die bereits verstorben sind. Ja, und dann kam der Mord an FBG Duck. Dieser passierte wirklich am helllichten Tag mitten in Downtown in einer sehr wohlhabenden Gegend. Das ist sehr untypisch für solche gangmotivierten Morde, denn gerade in solchen Gegenden gibt es sehr viele Zeugen und auch sehr viele Überwachungskameras. Nur wenige Monate nach der Tat an FBG Duck wurden die Verdächtigen auch schon festgenommen. C-Murder, Loss, C-Tang, Moowop und Kenny Mac. Alle wurden mit dem Mord an FBG Duck in Verbindung gebracht. Der mutmaßliche 6. Schütze Zell war zu dem Zeitpunkt schon tot, da er Selbstmord begangen hat. Im offiziellen Polizeibericht von FBG Duck seinem Mord stand, dass ein O-Block-Mitglied 100.000 Dollar Kopfgeld auf FBG Duck gesetzt hatte. Dieses Mitglied soll die ganzen Mörder nach dem Mord mit O-Block-Ketten belohnt haben. Im Bericht ist der Name geschwärzt, das heißt, er ist anonym. Mit einer Sicherheit von 99% kann man hier aber von King Von ausgehen, denn dieser hat einigen Mitgliedern vom O-Block Iced Out O-Block-Ketten geschenkt. Und das nur kurz nach dem Tod von Duck. Das waren jetzt so die wichtigsten Infos, die wir bislang kannten. In meinen bisherigen Videos bin ich da mehr ins Detail gegangen, guckt ihr euch gerne an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Jetzt kommen die ganzen neuen Infos. Die Polizei von Chicago hat vor Ort einen unglaublich schlechten Job geleistet. Denn Duck wurde erst 45 Minuten nach dem Eintreffen der Polizisten ins Krankenhaus gebracht. Und das verstehe ich nicht, denn das Krankenhaus, in welches er gebracht wurde, war einfach nur 2 Blocks entfernt. Und Duck war nicht sofort tot. Duck lebte noch und kämpfte um sein Leben. Hätte er schneller Hilfe bekommen, hätte er eventuell sogar noch überlebt. Wir wissen jetzt auch, dass die Kennzeichen von den Fluchtfahrzeugen innerhalb von nur einer Stunde nach der Tat ermittelt werden konnten. Nur wenig später konnten diese Kennzeichen dann mit dem O-Block in Verbindung gebracht werden. Denn auf Aufnahmen von Überwachungskameras sieht man ganz klar, wie diese Autos im O-Block geparkt wurden. Insgesamt handelt es sich hier um 2 Autos. Einen Chrysler 300, welcher auf Kenny Mac angemeldet war, und einen schwarzen Ford Fusion, welcher Lost gehörte. Der Weg vom O-Block zum Tatort konnte komplett nachkonstruiert werden.
Überwachungskameras haben die Autos immer wieder irgendwo aufzeichnen können und so war relativ schnell klar, wie die Mörder zum Tatort gekommen sind. Inzwischen wissen wir auch, wer den Aufenthaltsort von FBG Duck an den O-Block weitergegeben hat. Das war ein Mann namens THF Teezy. Dieser Mann ist ein Mitglied von THF. Das ist auch eine Nachbarschaft, welche enge Verbindungen zum O-Block und zu Lil Durk seinem Umfeld pflegt. Und die Mutter von THF Teezys Kind, also seine Ex, hatte was mit FBG Duck. Teezy war am Tag von Ducks Tod gegenüber vom Dolce Gabbana Store in einem Moncler Store und hier hat er Duck gesehen. Laut FBG Butter soll Teezy sogar Duck seine Hand geschüttelt haben, was aber mit Vorsicht betrachtet werden muss, denn Butter hat in der Vergangenheit schon einige fragwürdige Aussagen getätigt, die so nicht gestimmt haben. Trotzdem wollte ich das hier mal erwähnen. Ein Security-Mitarbeiter von dem Moncler Store sagte dann vor Gericht aus und seine Aussagen haben den kompletten Case nochmal auf den Kopf gestellt. Er sagte aus, dass ihm an diesem besagten Tag zwei Leute verdächtig aufgefallen sind, da diese laut telefonierten und irgendwas von einer Waffe redeten. Aus diesem Grund dachte er, dass diese zwei Typen den Laden ausrauben wollten. Und einer dieser zwei Typen war THF Teezy. Im Gericht wurde dann ein Video gezeigt, welches der Security Guard aufgenommen hatte und hier sieht man ganz klar und deutlich THF Teezy. Teezy hat vor Gericht sogar bestätigt, dass er das in diesem Video ist. Und hier hört man ganz klar, wie Teezy die Person an der anderen Leitung komplett angelogen hat. Er sagte: Yo, FBG Duck und seine Jungs sind gerade eben aus dem Auto gestiegen und haben uns mit einer Waffe bedroht. Wir sind weggerannt, die sind uns hinterhergerannt, die wollten uns umbringen. Wir sind gerade im Moncler Store, der Security Guard hat gesagt, wir können uns hier drin verstecken. Das war komplett gelogen. Duck war an diesem Tag mit einer Frau unterwegs. Er wollte einfach nur ein Geschenk für seinen Sohn kaufen, er war nicht mit mehreren Jungs unterwegs. Und er hat ganz sicherlich nicht Teezy mit einer Waffe bedroht. Als dieses Video gezeigt wurde, war jedem klar, okay, dieser Mord war nicht geplant. Teezy hat die Jungs aus dem O-Block komplett angelogen. Und Duck ist im Endeffekt eigentlich sogar nur gestorben, weil Teezy eifersüchtig auf Duck war. Ein YouTuber namens FBG Studio war während dem ganzen Gerichtsprozess dabei. Und er beschrieb, dass Muwop und die anderen Angeklagten Teezy richtig schief angeschaut haben, als dieses Video abgespielt wurde. Denn sogar ihnen war hier klar, hey, wir wurden verarscht. Die Ex von Teezy sagte vor Gericht aus, dass sie nicht verstehe, warum Teezy ihren Freund hat umbringen lassen. Denn die beiden sollen sich 2011 getrennt haben. Die Frage ist jetzt, wen hat Teezy angerufen? Es wurde bekannt gegeben, welche Nummer er 15 Minuten vor dem Mord an Duck angerufen hatte und die Nummer konnte auf die Mutter von OTF D-Tangs Kind zurückgeführt werden. OTF D-Tang war der Bruder von Lil Durk. Der ist bereits verstorben und anscheinend soll er diese Nummer hauptsächlich benutzt haben. Daher liegt es nun sehr nahe, dass D-Tang am anderen Ende dieser Leitung war. Diese mysteriöse Nummer hat nach diesem Anruf einige andere Nummern angerufen. Daher liegt es auch sehr nahe, dass D-Tang irgendetwas mit dem Mord an FBG Duck zu tun hat. D-Tang ist im Jahr 2021 ermordet worden. Wäre er heute noch am Leben, wäre er wahrscheinlich auch von den Beamten verhaftet worden und er wäre auch vor Gericht gestanden. Eine zentrale Rolle während diesem ganzen Case hat auch eine sehr wichtige Person gespielt und das ist ein YouTuber namens Trenches News. Trenches News ist ein ehemaliges Mitglied vom O-Block, welches im Jahr 2010 die Seiten gewechselt hat und dann sehr eng mit FBG Duck und anderen Leuten von den Gangster Disciples war. Dieser erzählt auf YouTube immer irgendwelche Stories aus der Hood. Und es wurde veröffentlicht, dass dieser bereits seit 2008 mit dem FBI zusammenarbeitet und insgesamt über $25.000 von den Behörden bekommen hat, im Austausch gegen Aussagen. Gerade im Case von Duck hat er sehr viele Aussagen getätigt. Er hat Muwop zum Beispiel auf Überwachungskameras identifiziert und hat sehr eng mit den Behörden zusammengearbeitet. Laut seiner Aussage hat er das Leben auf den Straßen hinter sich gelassen und er wollte einfach den Mord von seinem Freund FBG Duck aufklären lassen. Was auch interessant zu erwähnen ist, dass die Zeugen vor Gericht oft befragt wurden, ob OTF eine Gang ist und illegale Sachen macht. Für die Leute, die es nicht wissen, OTF ist das Label und die Crew von Lil Durk. Seit einiger Zeit herrscht das Gerücht, dass Lil Durk und OTF einen RICO-Case erwartet. Und falls das wirklich stimmt, kann es sein, dass dieser ganze FBG Duck Case das Ganze zum Rollen gebracht hat. Und im Endeffekt wurden alle für den Mord an FBG Duck für schuldig bekannt. Auch THF Teezy. Im Zeitraum vom August bis September 2024 sollen dann die Strafen verkündet werden. Da rechnet man auf jeden Fall mindestens mit lebenslänglich. Und der Gerichtsprozess war unglaublich chaotisch.
FBG Ducks Mutter, Verwandte, Angehörige und Zeugen sind andauernd aus dem Gericht rausgeflogen. Ich find's unglaublich traurig, wie viele Leben diese ganze Tat zerstört hat. Duck starb am Geburtstag von seinem Sohn. 6 junge Männer sitzen ihr ganzes Leben hinter Gittern. Ein anderer hat sich das Leben genommen. So viele Leben wurden zerstört. Und am meisten leid tun mir die ganzen Angehörigen, die nichts mit dieser ganzen Straßengeschichte am Hut haben. Naja, immerhin wurde Duck nun Gerechtigkeit geleistet. Ich hoffe, er kann in Ruhe Frieden. Rest in Peace, FBG Duck.